Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video mit dem Kölschen Schatzsucher. Ich bin der Markus, ihr seid mit dabei. So, als allererstes werde ich euch sagen, womit ich suche. Die mich kennen, die mich abonniert haben, wissen ja, ich laufe mit dem XP Deus in der Kombination elliptischer HF-Spule. Und wir werden jetzt, oder ich werde euch jetzt mit zu meinen Einstellungen nehmen. So, zu meinem Programm. Ich benutze das Ackerprogramm. Das, was ich mit dem Werksprogramm HOT generiert habe. Und wir werden jetzt mit der Ground Balance anfangen. Dazu benutzen wir den obersten rechten Knopf. Gehen dann von manuell auf Pumpen, dann auf Start. Man muss die Spule ca. 30 cm von der Höhe bis zum Boden gleichmäßig pumpend führen, bis wir einen Wert ermittelt haben. So, dieser Wert ist jetzt bei mir auf 79. Ich werde jetzt einen Tacken höher gehen auf 80. Danach werde ich in das Expert-Menü gehen und dort oben den Ground Notch von 90 auf 85 zurücksetzen. Hiermit habt ihr natürlich wie immer ein bisschen die Mineralisierung des Bodens und des Gesteins zurückgenommen. So, wenn das fertig ist, gehen wir ins Menü und werden alles andere überprüfen. Ich habe bei mir den Disc auf 5, in der Experteinstellung auf 3 Ton, den Sens, den setze ich hoch von 90 auf 94. Ich habe die Suchfrequenz zurzeit auf 14,4. Die werde ich auch erstmal so belassen hier auf dem Acker. Die Eisenlautstärke auf 1. Deswegen 1 für die neuen. Damit, wenn ihr jetzt ein kleines Eisenteil neben Buntmetall liegen habt, dass euch nicht das Eisen, das Buntmetall, ich sag mal, übermaskiert. Übermaskieren heißt, wenn ihr jetzt Eisen ausfiltert, kann es auch sein, dass damit durch die Übermaskierung das kleine Buntmetall ausgefiltert wird. So habt ihr eben ein Mischsignal und könnt dann selbst entscheiden, grabe ich es oder grabe ich es nicht. Ich würde es immer graben, also ich empfehle es euch immer zu graben. So, dann die Reaktionszeit ist bei mir auf 3. In der Experteinstellung Bodenfilter auf 0. Die Audio-Response auf 4, Audio-Sättigung, das heißt für oberliegende Objekte, die satt reinkommen sollen, habe ich nur auf 1. Das reicht voll und ganz aus. So, jetzt werde ich anfangen zu suchen und beim ersten Signal werde ich euch wieder mit dabei holen. Aber vorweg, ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Also, dann bis gleich. Daniel steht neben mir. Ihr seht da die Füße vom Daniel. Hier haben wir ein 57er Signal. Könnte mal wirklich jetzt ein Volli sein, der kommt. Wir sind hier gerade auf einer Römerfläche. Oder wo eine römische Besiedlung drauf ist. Ich werde euch nachher noch im Film vielleicht ein paar Ziegel und vielleicht auch ein paar Gefäßscherben zeigen. Wir blenden die Koordinaten am Ende des Films ein. Genau. Aber wie es aussieht, nein. Es ist die garstige Musketenkugel. Die aufgeschlagene. Alles klar. Dann bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein 51er bis 64er Signal, schwankt, nicht sehr tief. So, draußen wird klein sein. Okay. Moment, hier haben wir, ist der erste Volli. Ja, machen wir den Pinpoint da aus.
Pimpernte aus. Im oberen Bereich Lager ist auch noch von beiden Seiten zu erkennen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Hier haben wir ein 53er Signal, geht hoch bis 55. Ich mache mal hier ein bisschen frei, also hier. Hier vorne ist es. So, hier in dem Haufen ist es bei. Hier? Nein. Also hier. Ja, und was haben wir wieder? Tja, ein Knopf, glaube ich. Diesmal ist es ein kleiner Knopf. Ja, es ist ein Knopf. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier haben wir ein weiteres positives Signal. 78, sehr stabil. Nicht sehr tief. Und neben dem Signal haben wir ein Stück Terrasiklata, was aufliegt. Ja, und wir haben auch noch Glück. Vielleicht, ich muss mal gucken, vielleicht kann man es so sehen. Das ist sogar verziert mit so einem Rautenmuster, oder was heißt Rautenmuster, mit so einem Randmuster. Ja, was, ja, ich sag mal, wie so ein Bordenmuster ist. So halbrunde Kreise mit Punkten in der Mitte. Ja, vielleicht könnt ihr das so sehen. Also, das ist schon die hochwertigere Töpferware der Römer. Also kann man so sagen wie unser Meißner Porzellan. Aber nichtsdestotrotz packen wir das mal weg und gucken jetzt. Jetzt habe ich vergessen, wo das Signal ist. Mal gucken nochmal. Also das haben wir hier, nicht sehr tief. So. In dem Haufen hier oben ist es bei. Ja, hier runter. Ah, ja, ich sehe eine Münze. Und, ja, oder? Doch. Ganz leicht. Ja, ein etwas größerer Volli. Ist auch sehr schön grün, so wie man sehen kann. Vielleicht kommt da auch noch was raus bei. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein 73er Signal. Sehr sauber, sehr konstant. Auch nicht tief, denke ich mir mal. Also das hört man ja schon am Signal. So, müsste jetzt hierbei irgendwo liegen. Hier. Suche hier erstmal beiseite. Hier haben wir es und es scheint eine Münze zu sein. Ja, aber die ist schon ziemlich, ja, ziemlich platt, oder? Ja, also man sieht hier, da kommt schon Kupfer durch. Wird wohl auch ein Volli sein, aber der hat es hinter sich. Okay. So, keine 3 Meter weiter von dem abgeranzten Volli ein Fastsichtfund. 50, 56, man sieht es hier ein bisschen grün aus dem Boden kommen. Also ich brauche keinen Pinpointer. Hier. Und ich denke, ich weiß, was es ist, es wird eine Fibel sein, ja. Ja, so ist es. Ja, eine ziemlich verbogene Fibel. Ich denke mir mal, wird eine,
ganz einfache Soldatenfibel sein. Oder das, was davon übergeblieben ist. Also man sieht hier am Ende die Spirale oder das, was davon übergeblieben ist, wo die Nadel mit dran ist. Hier vorne der Knick hier, das war mal hier im vorderen Teil der Nadelrast, der komplett nach oben gebogen ist oder was davon noch übergeblieben ist. Aber wie gesagt, ist ein schönes Stück noch, ein Belegstück der Geschichte, der römischen Geschichte. Ja, man soll nicht meckern. Besser als die Granatsplitter. Also dann bis zum nächsten Fund. So, ein paar Meter weiter wieder. Nächstes Signal springt von 51 auf 53. Wird ein kleines kleines Objekt sein, auch nicht sehr tief. Draußen ist es. So, in dem Haufen hier vorne. So. Ja, ich muss den Spaten ein bisschen wegtun. Ah, ich sehe sie. Ein ganz kleiner Volli. Hier, könnt ihr sehen. Ein klitzekleiner Volli. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier habe ich ein weiteres Signal. Ein 42er bis 50er Signal. Nicht tief, muss ein kleines Objekt sein auf jeden Fall. Schieben wir es noch. Das ist draußen und ich glaube, ich sehe es auch schon, aber ja, ich brauche glaube ich auch keinen Pinpointer. Ich glaube, ich sehe es. Ja, es ist wieder ein kleiner Volli. Ja, oder? Ja, ein kleiner Volli. Okay, dann bis zum nächsten. Hier haben wir ein schwaches, aber konstantes 40er Signal. Und es liegt auch, glaube ich, oben auf. So tief ist es nicht. Ja, ist dabei. Ja, die Follies werden kleiner. Erstmal Pinpoint aus. Also ein klitzekleiner Volli. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier ein weiteres Signal direkt unter dem römischen Ziegel 54-55. Ist draußen. Ja, das ist der Spaten, oder? Okay, nochmal zurück. Ich glaube, ich habe den Spaten drin. Ein bisschen weiter weg, also hier muss es irgendwo sein. Oh. Ja, bitte. Ich glaube, es ist ein Dinner. Oder das, was übergeblieben ist. Ja, ein halber Dinner. Daniel, ein halber Dinner. Oder drei Viertel. Drei Viertel, glaube ich. Doch. Ein Dreiviertel Signal. Doch. Ein Dreiviertel Denar ist es. Och ja. Ich habe erst gedacht, es wäre was anderes, aber es ist ein Denar. Und ich glaube, vom Kopf her kann ich schon sagen, das ist. Aber halbiert ist der Ohr. Naja, ja, so. Ja, vielleicht ist noch was drin im Loch. Ich muss mal gucken. Müsste eigentlich
Alexander Severus sein oder auch in einer der späten. Ja, okay, so kann es weitergehen. So, hier, Daniel, du kannst gucken. Wir sehen uns gleich beim nächsten. Daniel ist schon komisch am gucken. Das nächste Signal, ein 61er. Nicht tief. Hier vorne in dem müsste jetzt eigentlich das Ei sein. Wollen wir ja nicht mal so weit wegschippen. Na, doch, hier drin. Ach, ich sehe, hier, eine Münze. Direkt hier vorne an. Hier liegt sie. Es ist eine. Hier, der nächste Volli. Da, könnt ihr sehen. Na, heute habe ich einen guten Lauf, scheinbar. Na, gut, sind nur Vollis. Könnten aber auch andere Münzen hinterher werden. Ja, jetzt ist sie weg. Und tschüss. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein 91er, 92er Signal. Ich würde sagen, es ist Eisen wie immer. Mal schauen. Das ist tiefer. Es ist draußen sehr laut, sehr blechig. Okay, was ist es jetzt? Zweimal aus der Hand gefallen. Oh ja. Juppa. Ich glaube, ein Schlossnagel. Hey Daniel, wieder so ein riesen Schlossnagel. So kann man sich vertun. Ja. Wieder so ein riesen Schlossnagel. Aber diesmal ein bisschen flacher. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund. So, hier haben wir ein 80er, 81er Signal. Hier draußen, hier oben muss ich beigehen. Hier irgendwo. Ah, und es ist ein Großvollis. Wieder eine römische Münze. Okay. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist ein bisschen windig wieder. Wie gesagt, es ist ein Großvollis. Alles klar, bis zum nächsten Fund. So, Daniel und ich haben den Acker gewechselt. Wir sind jetzt auf einem neuen Acker unterwegs. Ich glaube, wir haben heute genügend Funde gemacht, ohne dass wir, oder vielmehr, ohne dass ich euch die Schrottfunde alle in den Videos präsentieren muss. Jetzt hoffen wir, dass wir hier natürlich wieder so viel Glück haben, wie auf dem anderen Acker. Also dann bis gleich beim ersten Fund. So, hier ein 69-71er Signal. Genau hier in dem Knubbel muss es sein. Auch nicht sehr tief von der Lautstärke her, oder? Also wird hier vorne im Knubbel sein. Ja, in dem Knubbel hier. Ja. Und ja. Der erste Volli. Ja, also hat es sich doch, glaube ich, rentiert, mal einen anderen Acker anzufahren. Hier fängt es dann wieder an. Ja, wie gesagt, Leute, ich werde euch keine Schrottfunde in diesem Video. Ich werde euch heute in dem Video nur die guten Funde zeigen. Alles klar, bis zum nächsten. So. Schönes 62er Signal. Bisschen springend, auch nicht sehr tief. Ich glaube hier in dem ersten Teil. Ja, hier vorne muss es bei sein.
Ja, hier ist es auch schon. Ja, und da ist er auch schon. Okay, einmal aus. Und Volli. Ah, auch noch ein relativ schöner. Man kann ihn noch direkt erkennen. Ich glaube, es ist ein Urps Roma, also mit den Wölfen, mit der Wölfin hinten auf der Rückseite. Oder vertue ich mich da? Ich meine aber, das wäre so. Ja, nach vorne vom vorderen Teil würde ich das her sagen. Okay, dann bis zu einem nächsten Fund. So, hier ein weiteres Signal. Ein 59er, 62er. Ja, hier ist der Boden auch ziemlich weich wie an dem vorigen Acker. Hat die Nacht geregnet. Das ist auch gut so, dass der Boden sich jetzt langsam verdichtet. So, hier muss es bei sein. Ja, ich glaube, ich habe... Ja, und wieder ein Volli. Und wieder ein Volli. Ja, mal leicht drüber gehen. Ja, könnte auch noch was werden. Ein kleiner Volli. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, wir waren ja eben noch auf dem Acker. Jetzt sind wir schon beim Zusammenpacken. So, das Video hat ein Ende. Ich werde euch jetzt mal die Funde präsentieren, die heute gekommen sind. Zuerst wie immer, wie gewohnt, die Schrottfunde. Aber ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten. Ich gebe das jetzt mal hier hin. So, und nachher packen wir es mal ein. So, ja, jetzt ist die Tüte weggeflogen. Kein Problem. Ich gleich schon. So, ich drehe jetzt mal die Kamera. So, wie ihr sehen könnt, ist wieder jede Menge Schrott zusammengekommen. Aber den werde ich nicht im Film zeigen. Hier noch eine schöne Therese Klatterscherbe. So, wir stellen mal das Ganze hin. Wir packen jetzt mal aus, was wir heute gefunden haben. So, unter anderem dieser Schlossnagel, diese Fibel, und jetzt wollen wir mal gucken, dann noch hier der Beschlag oder Anhänger, eine Münze, machen wir erstmal so, ich muss es in die Hand nehmen, sonst weiß ich nicht, wie viel hinter da drin sind, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lass mal gucken, waren das alle? 10, 11. 11, 12. So, es sind insgesamt 12 antike Münzen, alles durchweg, also vom großen Volli bis zum kleinen. Dann wieder mal Glück gehabt heute. Ein Dreiviertel Denar. Ja, also tatsächlich Lohn, also in dem Sinne. Das war jetzt keine Nullrunde. Darum werde ich auch nur im Film, jetzt sage ich mal die Münzen, die guten Funde zeigen. Die Schrottfunde lassen wir außen vor, weil sonst das Video zu lang wird. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ja, nochmal zum Schluss ein Gruß an den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. An meine Fans, an meine Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da.
Wer mich noch nicht abonniert hat, sollte mich abonnieren. Er kann mich abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg bei der Suche. Viel Spaß damit. Bis dann, euer Marco. Tschüss.